Sie wollen das Geschmackserlebnis von frischen Kräutern, von frischen Tomaten, von frischen Gurken hat. Das können Sie kaum kaufen. Selber Gemüse und Kräuter anbauen ist in. Das freut Christian Herb. Er leitet die Biogärtnerei in Kempten bereits in der 5. Generation. Gärtner, das ist für ihn mehr als nur Anbau und Verkauf der Pflanzen. Man ist an der Natur, man ist draußen, man lebt mit den Jahreszeiten. Es ist immer was los, man sieht was wachsen, man sieht praktisch, wenn ich was sehe, sehe ich noch 2 bis 4 Wochen, es geht auf. Ich kann es ernten irgendwann mal, ich kann das essen, ich kann das riechen, ich kann es fühlen. Also man sieht immer ein Ergebnis und das finde ich toll. Und was auch das Nächste noch ist, das hat es mit dem Gärtner vielleicht auch was zu tun, aber es ist auch, wenn Kunden kommen und einfach glücklich sind, dass sie sagen, das gefällt mir bei Ihnen, Sie haben tolle Sachen, das befriedigt einen richtig. Der tägliche Kontakt mit Kunden in seiner Gärtnerei ist ihm nicht nur sehr wichtig, sondern Teil seiner Arbeit, seines Erfolges. Es ist ja nicht so, dass ich den Kunden was verkaufen will, was Neues, sondern die Kunden kommen zu mir und sagen, haben Sie das? Und wenn ich es nicht habe, dann beschäftige ich mich damit, kultiviere es und gebe es den Kunden sozusagen wieder zurück. Ich erfülle Kundenwünsche. Vielfalt, das ist es, wofür die Biogärtnerei im Allgäu steht. Das wissen die Kunden, vor allem aber auch die Mitarbeiter zu schätzen. Hier ist halt schön, weil du einfach viel Vielfalt hast, also nicht so 0815 und wie halt überall. Ich mag die Vielfalt hier, dass es so viele Pflanzen in unterschiedlicher Ausführung gibt, vor allem die Tomaten. Tomaten, die haben es Christian Herb besonders angetan. Wo ich dann die ersten 20 gehabt habe, ist mir aufgefallen, dass es so eine große Vielfalt gibt an Formen, von der 1-Gramm-Tomate bis zur 1,5-Kilo-Tomate, an Farben von der üblichen roten bis über gelb zu grün, dunkelrot oder so schwarzrot, violett, braun. Da langen dann die 20 doch nicht mehr. Und wie gesagt, wenn man dann nur Jäger und Sammler ist, dann fängt man da einfach an und diese Leidenschaft lässt dann nicht mehr los. Und jetzt sind es 400. Und alles in seiner Gärtnerei ist bio. Selbst bei der Schädlingsbekämpfung geht es nur natürlich zu. Schwebfliegen bekämpfen Läuse, haben wir schon früher gemacht, dass wir so Nützlinge heißen die, dass wir die einkauft haben, gezielt eingesetzt haben und die bekämpfen die Läuse. Und 2, 3 Läuse an der Pflanze sieht man überhaupt nicht. Es ist einfach Natur und das ist eigentlich schon das Tolle am Bio. Die große Auswahl in seiner Gärtnerei hat Christian Herb aber auch dazu gebracht, neue Verkaufsmöglichkeiten für seine Pflanzen zu finden. Am Anfang waren es einfach Gartenjahrmärkte, da wo man einfach hinfährt und die Waren verkauft. Da kommen immer Leute, die wo an Raritäten, an Bio-Pflanzen interessiert sind. Und nach 2, 3 Jahren hat man Stammkunden. Aber auch das Internet ist seit längerem für ihn ein passender Weg, um die ca. 2000 verschiedenen Pflanzen und Samen der Gärtnerei anzubieten. Die letzten, ja, eigentlich doch schon 10 Jahre, haben wir einen Internetversand aufgebaut, über den wir jetzt auch einen großen Teil der Waren verkaufen. Und der wächst eigentlich doch relativ stark zurzeit. Digitales Wachstum, analoge Suche. Eigentlich ein Widerspruch, bei Christian Herb nicht. Wenn ich mit der Pflanze nicht weiterkomme, dann schaue ich schon in diese alten Bücher nach, wie haben die das damals vor 100, vor 150 Jahren gemacht. Und das ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Doch nicht alles war erfolgreich. Insbesondere die Umstellung auf Bio Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends stellte Christian Herb vor einige Herausforderungen. Wir haben sehr gut an der Qualität gearbeitet, dass die Pflanzen schöner sind. Das könnte man heute vielleicht nicht mehr ganz verkaufen, was wir damals verkauft haben. Bio bedeutet letztendlich mit der Natur leben und nicht gegen sie. Die Biogärtnerei Herb ist einer von 240 Demonstrationsbetrieben ökologischer Landbau. Diese Betriebe öffnen ihre Türen für alle Interessierten und zeigen, wie der Ökolandbau in der Praxis funktioniert. Das Netzwerk ist ein Projekt im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert.